Liebe Freundinnen und Freunde, die wir uns hier zusammengefunden haben, um unseren Protest zu erheben, selbstverständlich auch gegen die immense Repression und Völkermord, der derzeit in Gaza stattfindet, aber auch darüber, welche Rückwirkungen das auf unser Land hat. Auf der einen Seite hören wir, dass in Bagdad etwa 1 Million Menschen auf die Straße gegangen sind, aber auch in New York und in vielen anderen Städten der USA. Und da war kein Verbot ausgesprochen, sondern da gab es die Möglichkeit zu protestieren gegen diesen Genozid, der im Augenblick im Gange ist. Für uns bedeutet das einen substanziellen Bruch auch der Verfassung. Und zwar in dreifacher Art und Weise. Auf der einen Seite ist es natürlich das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Versammlungsfreiheit, das immer enger geworden ist und die politischen Pressionen, die ausgehen von dieser Regierung, die ganz eindeutig für die Verbrecher in Israel Stellung genommen haben, das wollen sie weitergeben nach unten. Wenn man sich die österreichische Verfassung anschaut, so ist die Grundlage die Gewaltenteilung. Aber diese Gewaltenteilung findet eben nicht statt, sondern es geht immer mehr in Richtung einer autoritären, ja, man kann manches mal so sagen, einer diktatorischen Verhaltensweise. Und das hat auch etwas zu tun mit einer anderen Verletzung unserer Verfassung, die im Augenblick im Gange ist, nämlich der Neutralität. Österreich hat sich verpflichtet und nicht nur verpflichtet, sondern wenn wir morgen eine Abstimmung machen würden, würden 80% der österreichischen Bevölkerung für die Beibehaltung der Neutralität, die von gewissen Gruppierungen jetzt hinterfragt wird, sein. Warum ist das so? Weil sich in den Köpfen der Regierenden in Österreich eine Art von Schizophrenie bemerkbar gemacht hat. Sie wollen zwar auf der einen Seite auf Grundlage des Rechtsstaates alles durchsetzen, was sie selbst meinen, welche Politik sie betreiben, aber in Wirklichkeit greifen sie Partei in allen kriegerischen Konflikten. Das war bei der Ukraine so und das ist jetzt im Falle von Gaza so. Und dagegen müssen wir auftreten, denn wehret den Anfängern, wenn das schon einmal so beginnt, wo soll das weiterführen? Und last but not least ist das oberste Prinzip in der Verfassung in Zweifel gerückt, nämlich Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volke aus. Es steht nicht drinnen, Ihr Recht geht von der Regierung aus, geht vom Bundeskanzler aus, der andauernd die Partei ergreift. Sondern wir müssen uns dagegen rechtzeitig, und deshalb sind wir hier, äußern, sodass auch, sodass auch dieses Amt, wie es so schön heißt,
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Ich möchte den Herrschaften fragen, ob unter Terrorismusbekämpfung auch der Terror, der im Augenblick nach 5.700 Toten, jetzt sogar schon 7.000 seit heute, ob das denn wirklich auch damit gemeint ist, ob Terroristen immer nur die sind, die es wagen, gegen die Meinung der Regierung hierzulande auftreten. Denn das wäre fürchterlich. Wehret den Anfängen. Free, free Palestine! 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 Free, free Palestine!